Okay. Legen wir uns mal schlafen, wa? Der klassische Halbseitenschläfer, so nennt man den, glaube ich. Der macht. Böse knacken. Dann wäre er fresh ein Boxer, Alter. Oder. Oh, Jacken! Hast du überhaupt geschlafen? Egal, steh auf! Ich glaube, ich habe mir was eingefangen. Beim Verlinken mit dem Konzern Biomon. Irgendein Neurovirus, oder? Ich muss zu Vic. Soll er mir sagen, warum mein Kopf und Magen eine Party feiern? Das machen wir. Okay, ich fahr dich. Hab deine Karre dabei. Zieh dir was an, ich warte unten auf dich. Ja, ganz ehrlich, könnte auch daran liegen, dass wir gestern noch ein, zwei Schlückchen hier genascht haben, ne? Wo haben wir nochmal genascht? Kann man jetzt gar nicht naschen, oder was? Nö. Ich will mal ein bisschen runterstellen. Scheiße, Mann! Noch ein Anruf. Hey, hier ist Regina Jones. Digga, was bist du denn? Wenn du Arbeit in Watson suchst, ruf mich an. Woher weißt du, dass ich hier bin? Und wer ich bin? Ich weiß, wie man an Infos kommt. Wie eine Art Sammlerin. Bis dann, wie? Aus rein. Neue Nachricht von Regina Jones. Das war ja die gerade eben. Das ist bestimmt die gleiche Nachricht, oder? Ja, mach ich. Night City ist für seine Gewalt berüchtigt. Für viele Bewohner der Stadt ist es ein gewöhnlicher Teil ihres Alters, auf eines Verbrechen zu werden. Alles klar. Danke, dass ihr das lange da lasst. Du steckst tief in der Scheiße! Hörst du? Bis zum Hals! Ey, man schlägt keine Frauen, Amana. Jetzt müssen wir aber ganz schnell hier weg. Ganz schnell hier weg. Du musst ganz, ganz schnell hier weg. Du musst ganz, ganz schnell hier weg. Das haben wir auch heute uns aber für die Frauen eingesetzt. Ich finde, das ist auch okay. Mann, wo geht's hier runter? Wo ist wer? Wir müssen da rüber. Okay, wir müssen hier ganz schnell weg hier irgendwie. Weißt du, was das Schlimmste an diesem Ort ist? Kann man hier ballern? Nur auf der Durchreise? Ja. Gut, hast du es wieder krachen lassen? Ja. Ich hab auch nochmal an mir einen reingeklötert. So ein Achtarmiger mit meinem Freund, wie hieß er? Franken oder so? Weiß nicht mehr. Hey, yo, wie? Wie wär's mit ein, zwei Runden? Auf jeden. Hier, oder? Wie gefällt dir mein neuer Bart? Digga, der sieht aus Büschen. Ganz klein Büschen. Wie, Bobby Lashley. Was meinst du? Nein, wirklich nicht. Tut mir leid, ich kann nicht. Wie geht's? Na, wie geht's so? Der Kampf geht gleich los. Willst du keine Notizen machen? Melon gegen Hernandez. Nein, unser Kumpel hier guckt kein Fern und redet auch nicht. Der lässt lieber seine Fäuste sprechen. Lässt seine Fäuste jetzt also sprechen? Okay. Dann sicher, warum nicht? Füße bewegen und den Kopf auch. Ja. Oh. Wo bist du denn? Komm her, Alter. Du hast
einen heftigen Schlag drauf, Jack. Hier habe ich das. Schon mal überlegt, damit Geld zu machen? Auf jeden Fall. Ich kann Kämpfe arrangieren. Interesse? Da sehe ich mich. Was verkaufst du hier? Alles nur vom Besten. Ach so. Kann ich was kaufen? Hey, die Kämpfe, ja. Die du hattest was von Kämpfen gesagt. Ich habe deine Technik im Ring gesehen. Du hast einen guten Instinkt und bist auf Zack. Kannst es weit bringen. Vor allem gechippt. Diese Kämpfe sind nicht wirklich legal, aber ziemlich lukrativ. Lukrativ für wen? Dich oder mich? Für uns beide. Ich bekomme einen kleinen Anteil des Preisgelds. Als Agent eben. Der Rest gehört dir. Das, würde ich sagen, machen wir ja mal auf jeden Fall. Ja. Das machen wir. Klingt fair. Klingt fair. Wusste ich's doch. Gute Instinkte. Kämpfe gibt es an verschiedenen Orten in der Stadt. Du gehst hin, setzt deine Eddies und schwingst die Fäuste. Wenn du gewinnst, gehört der Pott dir. Schaffst du es, jeden Kämpfer zu besiegen, kannst du ins Finale einziehen. Alles klar? Glasklar. Gut. Naja, du wirst dich aber erstmal durch Watson kämpfen. Hab ich dir doch schon gesagt. In Kabuki fängst du an. Ich glaub an dich, Vi. Zeit, der Stadt zu zeigen, was du drauf hast. Ja, sicher. Mach ich, Bro. Kann ich noch so eine Faust geben, so auf Kumpelbasis? Steigst du selber in den Ring? Würde ich gerne mich umboxen. Steigst du selbst in den Ring? Früher mal. Mein Schädel hat etwas zu viel abgekriegt. Und die Reflexe waren auch mal besser. Sowas lässt sich beheben. Mit Kerenzikow sollte es gehen. Dafür sind mir meine Eddies zu schade. Ist an der Zeit, einen Gang runterzuschalten. Okay. Kann ich mich hier so setzen? Was bringt mir das? Nö. Erstmal kurz noch eine Ist derzeit nicht möglich. Alles klärchen. Aufstehen. Was soll ich alles machen, wenn du hier dich hinsetzt? Nicht unnötig. So, jetzt kann ich aber speichern. Ja, können wir weitermachen? So, was ist denn jetzt hin?
Nein, wirklich nicht. Ich begebe dich im Kampf und Kapuk. Deine süße 54er wartet auf ihren Daddy. Muss es ja auch eigentlich irgendwo. So ein Questlog geben, oder? Karte. Da, hol dir die Waffe bei Wilson ab. Triff dich mit Jackie. Wo bin ich? Das ist die Karte, okay. Achso, das sind meine Missionen. Okay, das ist die Hauptmission. Die Waffe, Dead of the Bed, der Auftrag. Okay, beweg ich mal meinen Arsch dahin. Muss das sein? Komm, darin. Zack, hoch da. So. Und kommt zu den Lokalnachrichten. Das Agatama Matsuri Festival steht unmittelbar bevor. Aus diesem Anlass sollen die Straßen von Night City durch besonders prunkvolle mehrstöckige Dashi-Festwagen belebt werden. Das Festivalprogramm umfasst unter anderem musikalische Darbietungen von. Hallo, ist ja gar nicht alles drauf. So, jetzt ist das drauf. Der Sponsor des illustren Festivals ist die Arasaka Corporation. Und eine aufregende Neuigkeit. Selbst Hanako Arasaka hat angekündigt, dass sie an der Dashi-Parade teilnehmen werde. Hallo, es dauert immer so lange, bis die Türen aufgehen, finde ich. Achso. Hier kann ich ja auch nichts kaufen oder so mal, ne? Ich denke, wir müssen es gönnen. Jedes Problem hat eine Lösung. Jedes. Aber die Frage ist jetzt, hat jede Lösung ein Problem? Das wäre philosophisch. So rum. Will ich es persönlich gerne nicht. Geld ist Geld, da gibt's keinen Spaß. Hab ich ja nicht Geld? Gönnt sich Pommes auf ganz entspannt. Ganz entspannte Dudes scheint er zu sein. Ist aber auch eine große Stadt hier, ne? Was ist jetzt? Umlegens. NCBD-Scanner. Delayed. NCBD-Scanner deleted. Das NCBD bezahlt deine Hilfe bei der Bekämpfung von Verbrechen. Oh, würde ich mich mal sehen? Aufträge. Fixer kontaktieren dich, wenn du dich einem Auftragsort näherst. Fixer dieser Vermittler informieren dich über Aufträge in der Nähe. Okay, okay, okay. Ich weiß nicht, ob das mir oder nicht schon wieder ein bisschen zu viel ist, das Game. Mann, der Stunde. Was machst du denn jetzt hier? Gebraucht. Hab vom Warten richtig Hunger gekriegt. Was machst du jetzt hier? Lass mich nur kurz aufwischen. Ja. Dann besuchen wir Senior Vector. Gestern hast du auch gern was. Überraschung gesagt. Erinnere ich mich richtig oder war ich high? Wahrscheinlich beides. Warum war ich denn high? Alles? Tja. Sieht so aus, als hätte ich einen hübschen Job für uns. Erzähl. Ich meine, vielleicht ist es auch nichts Großes, aber das Ding kommt von einem gewissen... Wie war doch gleich sein Name? Ah ja, Dexter Deshawn. Der Top-Fixer in der ganzen Scheißstadt. Der fettärschige Gangster-Messias vom Afterlife. 300 Pfund, vergoldete Coolness. Sweet Kid Dex ist noch dabei? Wie hast du das geschafft? Wie hast du das geschafft? Angestellt? Deine Niere angeboten oder so? Soweit ich weiß, sind wir nicht gerade Dex Typ. Wir beide nicht. Aber Tiba, sie hat den Kontakt hergestellt. Ich wusste schon, als er mich sah, dass wir den Job haben. Ich meine, guck's dir an. Niemand kann diesem Kerl widerstehen, oder? Naja, es gibt Polizisten nicht, auf jeden Fall. So. Ich dachte, Dex wäre vor Jahren aus dem Ring geflogen. Hat sich mit den Falschen in Pacifica angelegt. Dann gab's Ärger. Gangkrieg vor 2 Jahren. Dex war irgendwie darin verwickelt.
Gab eine Menge Leichen, als die Ballerei endlich vorbei war. Aber Dex hatte Glück, konnte untertauchen, bis alles ruhiger wurde. Hat eine Weile gebraucht, aber ist mit einem Paukelschlag zurückgekommen. Das ist der Moment, Jackie. Unser Durchbruch. Irgendwas daran stinkt. Irgendwas daran stinkt, finde ich aber tatsächlich. Jack, der Typ steckt bis zum Ellbogen im Blut. Und du willst ihm die Hand schütteln und für ihn Hallo? Arbeiten? So ist das eben wie. Jeder hier hat Blut an den Händen. Abhaken und weitermachen. Okay, was ist das für ein Job? Kommen wir da auch lebend wieder raus? Ich hab Bock auf den Job mal. Also Messias will dich persönlich sprechen. Unter vier Augen. Keinen Stress, aber der Deal hängt jetzt nur an dir, Ese. Meinetwegen. Moment, warum ich? Aber erstmal ehrlich. Meinetwegen. Ist ja klar, es ist an mir. Sag ihm Bescheid. Ist klar. Ich höre mir an, was Dex zu sagen hat. Dex ist der Fixer vor dem Herrn. Versteh mich nicht falsch, ich hab nichts gegen Padre und Bakako, aber Dex ist eine komplett andere Liga, du weißt schon. Was nehme ich denn jetzt? Nicht wirklich, ich kenne mich mit Fixern aus. Also ich kenne mich, nicht mit Fixern aus, mit Fixern kenne ich mich aus, Alter. Aber ich glaube, das meinen sie nicht. Nein, eigentlich nicht. Ist doch immer dasselbe. Du bist irgendwo neu und der örtliche Fixer wedelt mit dem Schwanz und verspricht dir tonnenweise Jobs und Eddies. Und trotzdem bist du nur ein Name in seinem schwarzen Buch. Ein Werkzeug, um ihm ein hübsches Stück von dem Kuchen zu verschaffen, den ihm der Kunde hinstellt. Klar, man säuft zusammen, aber am Ende geht's nur ums Geschäft. Mann, bin ich vollgefressen. Hab dein Auto gestern da eine Box, davon kann ich safe 3 essen. Von unserer Begegnung safe. Mit den Scarfs zu glätten. Ja, nehmen und danke sagen. Auf jeden. Danke, Jack. Weiß ich zu schätzen. Oder, pass rein. Ah, guck mal, ich kann jetzt... Miguel hat mal wieder beste Arbeit geleistet. Die Karte ja. Ist wie neu. Na. Wird sich noch zeigen. Wallah, ist gutes Auto jetzt. Lass uns das Baby. Ich hab Bock auf fahren, ey. Komm. Bisschen GTA-Feeling jetzt haben, hab ich Bock. Oh, Baby. Komm. Erster Halt. Ripper Doc? Hey, Amigo, mach langsam, okay? Ich hab gerade erst gegessen. Ja, erstmal brauchen wir ein bisschen neue Mocke. Wollte sowieso bei Weg vorbeischauen. Hab ein Date mit Misty. Misty. Was du nicht sagst. Und ob. Sie ist so süß. Versteht mich, weißt du? Ah, okay. Hier kann ich das Radio auswählen. Was ist das? Hä? Wo kann ich es jetzt nicht aussehen? Hä? Night City! Schon wach an diesem miesen Nachmittag? Ja. Ich kann das Radio nicht auswählen. Gut, dann fahren wir einfach mal los. Aber so ohne Mucke ist aber auch ziemlich ruhig, ne? Huch! Alter, ein bisschen wackelig ist noch die Steuerung. Aber sonst eigentlich easy. Huch. Ist voll abgeschirmt nach außen. Oh, ich glaube, da kann ich nicht durch, ne? Ach, wir sind hier. Alles klar. Ich park hier mal so, ne?
mir, wenn Vic deine Schaltkreise entstammt hat. Dann sehen wir, was Dex für uns hat. Hä? Doch ihr seid nicht die Meister eurer Erinnerungen, denn eure Augen gehören euch nicht, oder? Sieht ein bisschen aus wie Sido. Hey, V. Dr. Vector empfängt dich jetzt. Ich bleib so lange hier. Misty und ich haben uns viel zu erzählen. Was ist Misty, Alter? Moin, Misty. Du siehst fröhlich aus. Bin ich auch. Immer. Ja, denkst du, es sind Leichen, sind aber irgendwelche Menschen so. Haben die ganz cool. Was war das? Oh, Streichel. Komm mal, Kleiner. Komm mal her, oder? Na du? Ganz gut, oder? Wie guckst du? Wer bist du denn? Die noch sonst so? Aber von da kam ich, ne? Ja. Was ist das? Was ist sonst mit genommen? Ist doch okay, ich hab mich ja schon gestreichelt, Alter. Was war das jetzt? Obwohl weit verbreitet, ist die Installation von Cyberware immer noch eine gefährliche invasiver Eingriff. Der von qualifizierten Spezialisten durchgeführt werden kann. Ripper Dogs in Night City, aber in diverse Ripper Dogs. Okay. Die jeweils eine unterschiedliche Palette an Cyberware Upgrades anbieten. Wähle ein gewünschte kybernetisches Upgrade aus der Liste und dann viel Spaß mit deinen neuen Fähigkeiten, Ala. Vicky, fit wie ein Turnschuh, alter Ripper. Schön, dich zu sehen. Auch schön, dich zu sehen, wie. Moin, Meister. Her? Also, was führt dich zu mir? Letzter Job. Hab mich mit dem Neuro von der Kundin verlinkt und mir vielleicht was eingefangen. Migräne? Übelkeit? Überempfindlichkeit gegen Licht? Das ganze Paket. Okay, Kleiner. Wir kriegen das schon hin. Wie geht's sonst so? Weiß auch die alten Beschwerden. Ich will ein Upgrade. Ich brauch was Neues. Werkzeug, kein Spielkram. Besseres Visier und festeren Griff. Wirklich? Jetzt? Endlich? Vic, jetzt wird's ernst. Hab einen Job von Dex DeShawn. Einen von der Oberliga. Ich brauch richtig gute Tech. Der Dexter DeShawn. Tja, das ist schon was. Aber lass mich raten. Bezahlt hat er noch nicht. Nö. Zahl dich nach dem Job, wenn das geht. Ich hab. Soll ich den ganzen Tag warten? Hör auf zu Flenwick. Ich bring dir die Eddies später. Mit du weißt doch, wie das läuft. Kennst mich. Ein letztes Mal, klar? Setz dich hin und entspann dich. Okay. Digga, was machst du jetzt? Kiroshi-Optik. Das Beste, was ich habe. Und passend für das, was du suchst. Ah, okay, das ist mein neues Auge. Okay. Zeig. Verlink dich. Kiroshi? Weg, das ist das Beste, was man finden kann. Klingt für mich, als wär's genau das Richtige. Ich hab versprochen, dich zu bezahlen, aber das... Das könnte ein bisschen zu viel sein. Uns beiden fällt schon was ein. Im Moment will ich nur, dass du in einem Stück wiederkommst. Nee, Digga, ich will dich... Ich will dich bezahlen, auf jeden Fall ein cooler Typ sein. Schön verlinken jetzt. Du schaust dich um und wählst aus. Ich scanne. Mal sehen, was da drin los ist. Okay. Jetzt kommt ein cooler Text, ey. Kybernetische Implantate sind mechanische Ersatzteile für organische Körperteile. Sie verleihen dir mitunter übermenschliche Fähigkeiten, die deine Kampffähigkeiten verbessern und dir dabei helfen können, Gefahrensituationen
Leben zu überstehen, obwohl die Installation von Cyber, wo er im Jahre 2077 weit verbreitet ist, handelt es sich dabei immer noch um einen gefährlichen invasiven Eingriff, der nur von qualifizierten Spezialisten zuverlässig durchgeführt werden kann. Das weiß ich doch! Okay, und hier kann ich mich jetzt generell upgraden. Oh, oh. Ach du Dicker, wo kommt der denn jetzt her? Oh, da habe ich gut gespürt, ey. Alter, der hat geballert. Baller. Du kannst Cyberware, die du im Spiel findest, in jedem Riperdog-Klinik installieren lassen oder verkaufen. Okay. Weiß ich nicht, ob ich das mache. Habe ich das jetzt drin, oder was? Okay, habe ich's jetzt? Das habe ich drin, okay. Hände. Bin ich jetzt fertig, oder? System? Multic. Hätte ich noch die hier. Dafür muss ich Stufe 11 sein, oder was? Mark 1, wie gesagt, ein guter Scanner. Zeigt Daten auf deiner Netzhaut an. Das Sahnehäubchen ist der eingebaute Linsendisruptor. Einfach gesagt, Überwachungskameras nehmen dein Gesicht nur verschwommen wahr. Aber denk dran, dein Körper ist trotzdem zu sehen. Das sollte gehen. Reagiert auch auf Kiroshi-Tech. Bin bereit. Leg los. Perfekt. Dann los. Weiß ja nicht, ob ich bereit bin. Leg deinen Oberliga-Arm dort ab. Oberliga-Arm? Alleine so ganz außen nichts. Und was gibt's Neues? Was gibt's Neues im Leben des Victor Vector? Ganz ehrlich, nicht viel. Und genauso gefällt's mir auch. Früher drehte sich bei mir alles nur darum, woher du kommst, wer du bist, was du hast. Und wie ging's weiter? Ich hab einen Schlussstrich gezogen und bin raus. Werd in Nightfucking City nie zur Legende werden, aber wenigstens schlaf ich ruhig. Und Arm hinlegen. Genau so. Danke. Jo, gar kein Problem, ey. Jetzt noch ein Anästhetikum, dann wird geschnitten. Was für ein Ding? Spürst du was? Spürst du dich, ne? Schon drin? Live-Kommentar? Ernsthaft, Doc? Klingst wie ein Zahnarzt. Wir können auch nicht das Maul halten. Oh, das stimmt aber. Sei lieber nett. Also jedes Mal mehr. Ich bin alt und meine Hände zittern. Mit meinem Zahnarzt unterhalten, wenn er das ganze Gerät im Mund hat. Aus, okay. Alter, den im VR oder so. Ich glaube, weiß nicht, da wird man die Augen safe zu machen. Also ich zumindest, ich kenne sowas gar nicht ab. Okay, testen wir es. Jetzt wird's magisch. Ich verlinke dich. Kind of magic, Alter. Anfangs könnte dir unwohl sein. Verschwommene Sicht, wenig Kontrast, Glitches. Was für Dinger? Also, wie sieht's aus? Fühlt sich alles gut an? Besser denn je, also halt so wie vor, ne? Das war's schon. Naja, ich hab echt schon Besseres gesehen. Geduld, Kleiner. Wart's nur. Wenn du Menschen mit deiner optischen Cyberware scannst, erhältst du viele nützliche Informationen. Zum Beispiel darüber, wie stark ein Gegner sein könnte. Wer zu seiner Crew gehört oder was für Waffentypen er verwendet. Als Fähigkeiten Netrunner erhältst du eine Liste an Quick Hacks, die du gegen deine Gegner einsetzen kannst. Cool. Zeit für den Scanner. Du brauchst vielleicht eine Gewöhnungsphase, aber
Beim ersten Mal tut's halt weh. Der Scanner sollte sich irgendwann mit deinen Gedanken synchronisieren und deine Absichten auslesen. Was macht er jetzt? Dann habe ich noch einen NCPD-Datenscanner eingebaut. Damit du, wenn du auf irgendwelche Schurken triffst, weißt, was sie getan haben. Du hast Zugriff auf eine Datenbank mit Personen, auf die Kopfhörer ausgesetzt ist. Du kannst diese Gefahren mit deinem Scanner identifizieren. Da sie alle tot oder lebendig gesucht werden, ist es dir überlassen, mit welchen Methoden du dir das Kopfgeld sichern willst. Da würde ich sagen, hat er recht. Das sollte wunderbar klappen. Jetzt zieh deine Waffe. Du solltest deine Munition und ein brandneues Visier sehen. Aber das mit den Scanners kenne ich doch jetzt schon vor, oder nicht? Wie ich erstmal V gedrückt habe, aber das ja mein Name ist. Ich muss auf F drücken. Was ist mit dem Virus? Ach ja, den Virus muss man noch so angucken. Was ist mit dem Neurovirus? Vom letzten Job. Kannst du das checken? Längst beseitigt, als ich dein Implantat eingesetzt habe. Hab alle Schaltkreise gescannt und den kleinen Bastard frittiert. Bist jetzt offiziell bugfrei. Nice, danke, Mann. Scheiße, Victor, nicht schlecht. Ich bin sprachlos. Nimm das hier und denk an die Dosierung. Zwei Züge jetzt und weitere zwei in einer Stunde. Ja, da, das machen wir doch auf jeden Fall. Was ist das? Mal fragen, was ist das? Was ist das für ein Zeug? Ein mildes Stim. Verbessert Neuroübertragungen und unterdrückt Nebenwirkungen, bis das Implantat... Herr, aber es blitzt hier ja doch die ganze Zeit so auf. Geht es nachher jetzt noch weg? Danke nochmal, Vic. Du bist der Beste. Ich schulde dir was. Dann los. Kann man hier noch eine Runde boxen? Komm. Zeig ihnen, was du kannst. Und wenn du ganz oben bist, vergiss nicht, woher du kommst. Digga, was ist das für ein Geräusch? Und wo kommt das? Oh, jetzt haben sie doch nicht mehr in diesem Zeitalter, ey. Sie vollern wie, als wenn da jemand sägt oder so, ne? Denk an deine Wer gewinnt? Hernandez! Weißt du, früher hätte Malone dieser Krüppel längst auf dem Boden gelegen. Aber jetzt hat jeder Schädelpolster drin. Schluckt 75% jedes Hiebs. So, hast stimmt, safe. Nein, ich guck's nur gern. Alte Gewohnheit, schätze ich. Es fehlt dir, oder? Ist voll geboxt, oder was? Ach ja, das muss ich noch machen. Wie läuft der Laden? Ach. Ich kann mich nicht beschweren. Ciao, ciao. Die Konzerne lassen mich in Ruhe und sagen... Kein Bock mir das noch anzuhören. So, sprich mit Jackie wieder, okay? Dein Herzchakra scheint mir etwas daneben, Babe. Ich kann's wieder richten. Aber du musst dich von negativen Energien fernhalten. Und von fiesen roten Dingen. Von fiesen roten Dingen. Wie? Hör mal, hab mit Dex gesprochen, als du beim Dog warst. Ich hab mich nicht ganz getraut, daran zu gehen. Ein Auto. Er wartet auf dich. Parkt hier ganz in der Nähe neben Gramsci Burgers. Okay, dann mach ich mal Werbung für uns.